Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect 3. Und wir machen heute wieder eine weitere N7 Mission, nämlich hier das Kommunikationszentrum. Richtig. Was soll man sonst sagen, ne? Wir haben länger nicht mehr mit James gekämpft und länger nicht mehr mit Jawik, würde ich sagen. So. Ich nehme mal lieber einen anderen Sniper. Weil irgendwie hat mir die dann doch nicht so gefallen. Okay, dann nehmen wir die hier. So, erstmal mit erhöhtem Schaden. Und mit höherer Kapazität. So. Die haben alle super. Ich habe 9 Punkte, die ich auf Werfen verwenden werde. Weil die Zeit aufladet, setzt die Aufladezeit zurück, wenn das Ziel bereits mit Biotic angehoben ist. Nein. Ja, den Schaden, ja. Oh. So, 6 können wir nicht machen, wir haben nur 4 Punkte. James hat 15, ja, okay. Machen wir das, Waffenmeister. So, der hat 3, das kostet 4. Okay, Jawik hat auch 15. Wenn wir den Schaden und die Wirkungsradius. Okay, machen wir das lieber mit dem Bewusstseinsverlieren. Ziehen. Nee, lieber normale alte Rachsucht, so. 3, das kostet 4, okay. Commander, Cerberus hat eine unserer geheimen Kommunikationsanlagen erobert. Alle Feldzüge in diesem Einsatzgebiet sind von den Informationen dieser Schüsseln abhängig. Was wissen wir? Eine Technikerin, die den Angriff überlebt hat, informiert uns. Grace Sato. Sie versteckt sich in einem Sicherheitsbunker. Eine Zivilistin? Ja, ich stelle sie durch. Miss Sato. Was geht da unten vor? Ich bleibe versteckt, sonst ist niemand mehr übrig. Sie wollen sich in unser System hacken, um die Operationsprotokolle der Allianz zu kriegen. Ich verfolge ihre Aktivitäten, aber sie werden mich früher oder später aufspüren. Halten Sie durch. Wir sind bald da. Ja. Ja, Commander. Es ist nicht ideal, aber nur sie kann Ihnen dabei sinnvoll helfen. In dem Netzwerk sind kritische Informationen gespeichert, Commander. Ja, machen wir. Ich kümmere mich darum, Admiral. Tun Sie das. Hackett Ende. So. Sie haben mich erfasst. Fliege außer Reichweite. Okay. Miss Sato, wir sind gelandet. Womit haben wir es zu tun? Sie versuchen, die Kontrolle über 3 kritische Zugangspunkte zu übernehmen. Ich aktualisiere Ihren Navipunkt mit der Position des Terminals, das Sie als erstes knacken werden. Oha. Ja, wir werden das natürlich verhindern. So. Ach du Kacke. War. Schön. Was? Diese Rauchgranaten immer, ne? Oh, scheiße, keine Granaten. Ganz schlechte Idee. Was? Bitte was? Okay. Dazu sage ich mal nicht. Wir hindern Sie daran, sich einzuhacken. WTF? Jetzt haben manchmal sind
Deckungssysteme sind... Ah, dass der es automatisch macht, finde ich kacke. Prinzipiell ist das Deckungssystem ja toll. Ach, ein Centurio ist das. So, das war ein Fehler. So. Mann, der war sterben. Wie viel Leben hatte denn dieser Techniker, bitteschön? So. Was von hier unten könntest du mich, glaube ich, nicht treffen. Ist das Schöne. Würde ich jetzt mal behaupten, zumindest. Nur wenn links nichts ist, kann ich hier zum Geschütz. Ja, gut. So. Biotisch geht immer. Wie gut, dass wir uns damals für den Biotiker entschieden haben. Und jetzt so ein guter sind. Noch eine medizinische Station. Ah, hier ist glaube ich nichts mehr, ne? Ne, sieht nicht so aus. Ein Medikit noch, aber sonst scheint da alles weg zu sein. Okay. Gut, da. Kriegen wir hin. Commander Shepard, Cerberus Shuttles durchkämmen das Gebiet. Ich glaube, sie suchen nach mir. Sie ermitteln Sartos Position über den Funkverkehr. Oh nein, wie können wir? Alles bleibt beim Alten. Laden Sie einfach die nächsten Koordinaten. Mhm. Na, was soll denn das? So. In dem Gebäude sind wir relativ sicher, wie sowas. So. Wow, 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 wow. Hallo? Drück doch mal. Alter! Schaden bekommen oder sterben durch einen Bug ist einfach mal so elendig ätzend, weil ich dafür einfach gar nichts kann. Warum hat er den Angriff gerade nicht gemacht, den Nahkampfangriff so auf Anhieb? Das ist so ätzend. Wo, 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 wo. Aha, eine Nemesis. Tja, sorry, aber das hat nichts gebracht. Naja, das kann ich auch so wiederbeleben. Das wird nicht das Problem. Was? Mhm. So. Ich will nicht, dass der letzte Proteaner stirbt. Ich wäre für die Auslöschung eines Volkes verantwortlich. Also eigentlich Cerberus, aber quasi ich. So. Anders alle? Ich befürchte es. Na. Dabei habe ich mich in dem Gebäude so sicher gefühlt. Servus Tech.
Bergen. Wo? Da hinten. Na. So, wow. So. Haben wir alles? Ach komm, noch einer. Hallo. Ja, jetzt kommen die anderen spaßigen Dinge dran. Oh, Blutbad in der Luft. Das ist auch mies. Hier? Ah. Um Gottes Willen. Sehr schön. Misato, komm. Misato, sind Sie da? Sie hat zu viel Angst, um zu antworten. Wir brauchen die letzten Koordinaten. Grace, hören Sie. Kann nicht reden. Sie sind draußen. Wir brauchen Sie. Ich weiß, Sie haben Angst. Es ist zu viel für Sie. Aber ich lasse Sie nicht im Stich. Versprochen. Okay, Commander. Aktualisiere Ihren Navi-Punkt mit der letzten Position. Aber wenn Sie es schaffen, bitte beeilen Sie sich. Commander, ich glaube, ich kann Sie rausholen. Dann los. Okay. Wir probieren unser Bestes. Das ist da im Gebäude. Das ist prinzipiell gut. Aber ich bin eher für den Gebäudekampf. Hallo. Tja, es waren nur Fehler, sich mit mir auf den Gebäudekampf einzulassen. Warum greift ihr mich nicht an? Sag mal. Irgendwas macht ihr gerade falsch. Ach, komm. Ein Centurio. Oh. Wow. Ungeplant. Ach komm. So, einmal hier den und dann läuft das. Aua. Wer erleidet Verluste? Oh, hi. Du sag mal, willst du sterben? Danke. Wow. Aua. Danke. Wow, nicht noch einer. Nein. Jetzt komm. Ah, sind sie jetzt aber hier hart. So. Mensch. Reicht langsam, ne, an Centurios. Ich glaube, auf meiner Schwierigkeit werden die ganz normalen Service-Einheiten einfach durch Centurios ersetzt. So.
Sorry. So. Dann haben wir's. Ich befürchte, dass sie es nicht geschafft hat. Commander, sie kriegen die Türen gleich auf. Hilfe! Gebe ihr Deckung, Commander. Gelände gesichert. Hole Misato ab und fliege dann zurück zum Rendezvous-Punkt. Okay. Gute Arbeit, Lieutenant. Gut gemacht, Cortez. Unsere Kommunikationsstation ist gesichert. Die Operationen in diesem Einsatzgebiet können weitergehen. Keine leichte Aufgabe, dass es so bleibt. Wie geht es Misato? Sie hat um Versetzung zu einer Allianzstation in der Nähe gebeten. Sie möchte helfen, wo immer sie kann. Gut, wir brauchen absolut jede Hilfe. Hackett, Ende. Na dann. Was haben unsere beiden Ladies mal gleich wieder zu sagen? Nichts. Na dann. So. Commander? Shepard? Ich habe keine Nachricht. Ah, ja, ja. Ich fliege übrigens auf die Citadel. Gerade mal kurz. Da haben wir nämlich noch eine Mission. Eine einzige letzte. Und dann geht's nach Hawaii. So, Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ich muss zu den Botschaften. In Ordnung. So. Wir haben, glaube ich, nämlich in dieser Mission nicht das gesammelt, was wir eigentlich sammeln wollten. Deswegen müssen wir zum Spectre Terminal. Hier. Ja. Aha. Vielleicht haben wir auch wieder Sachen, die wir autorisieren können. Freigabe für zivile Beratung. Ein Import-Export-Händlerin mit Vorstrafen wegen Schmuggels hat angeboten, wichtige Vorräte für Allianz-Streitkräfte und zivile medizinische Notfälle zu beschaffen. Zielsicherheit hält das Angebot für ehrlich und will die Frau nicht verhaften. Kann aber aus rechtlicher Sicht ihr Angebot nicht ohne Ja machen. So, genau, diese Codes wollte ich nämlich haben. Gut, wer wollte das nochmal haben? In der Botschaft tatsächlich sogar. Sind wir sogar richtig hier? Mensch. So, war das der Typ da? Nee. Nee. Er wandert. Wer wollte denn die Daten von uns haben? Na, 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 na. Habe ich doch. Ach Gott. Dass der nicht direkt noch oben bleibt, ne? Ein Zielsicherheit Officer. So, Karte. 4. Ist doch gar nicht niemand. Nicht am richtigen Ort. Wir kontrollieren mittlerweile mehr als die Hälfte der besiedelbaren Galaxie. Er müsste hier sein. Das ist ein bisschen verbuggt. Ich gehe nochmal kurz in den anderen Bereich und wieder in den neuen. Vielleicht hilft das.
Einen Moment, bitte. Vielleicht ist der dann da. Ankunft bei den Regidiumsbotschaften. Sind Flüchtlinge von Dekuna unterwegs zur Citadel? Ich sehe hier immer noch keinen. Man hat mir gesagt, Sie könnten mir vielleicht helfen. Ja, woher wissen Sie das? Okay, das ist gerade kacke. Ich gehe nochmal auf die Normandy und wieder zurück. Ist ja alles, ist alles super. Ich habe die Anweisungen für Sie erhalten. Ja. So, Normandy. So. Vielleicht bringt es ja was, wenn ich nicht direkt zur Normandy gehe. Nein, nicht nötig. In Ordnung. So. Wenn ich quasi erst mit dem Fahrstuhl dahin fahre. Haben Sie herausgefunden, wie man ÖLG-Raumschiffe ohne E-Zero-Kern betreibt? Private Talar? Nein. Ich würde das gerne nämlich nicht in meinem Missionslog beibehalten, quasi. Das ist doch kacke. Der Typ ist einfach nicht da. Ja, komm, dann müssen wir speichern bis zur nächsten Folge. Tschüss.